Willkommen beim heutigen kleinen Tutorial hier beim Captain Rodolfo. Und zwar reden wir heute über Rotation Technik. Rotation Technik, also das heißt die Technik beim Abheben von der Rollbahn. Das jetzige Tutorial ist für alle Fly-by-Wire gesteuerten Airbusse vollkommen identisch. Da gibt es also keinen Unterschied. Und jetzt besprechen wir das Ganze erstmal kurz in der Theorie. Und zwar, das Flugzeug ist also fertig konfiguriert hier. Wir sind ready für den Takeoff. Alle Daten, Performance-Daten und so weiter wurden eingegeben. Das ganze Prozedere sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir werden also losfahren. Wenn wir losfahren, geht der Side-Stick ein wenig nach vorne. Der wird also nach vorne gedrückt. Wir bekommen hier auch im Primary Flight Display hier so einen Indicator in der Mitte, wo wir unseren Side-Stick dann positionieren. Und zwar hat das den Grund, dass quasi das Nose-Wheel ein bisschen auf den Boden gedrückt wird und die Maschine auch nicht vorzeitig eventuell abhebt oder abheben möchte oder ähnliches. Das Ganze wird gemacht bis 100 Knoten. Bei 100 Knoten geht der Side-Stick dann wieder in die neutrale Mittelposition. Wenn jetzt das Kommando kommt, Rotate, ja, wenn jetzt das Kommando kommt, Rotate, wird der Side-Stick nach hinten gezogen, gibt also einen positiven Input und wir werden dann mit 3 Meter pro Sekunde steigen. Der Side-Stick soll dann innerhalb einer Zeit von 4 bis 5 Sekunden auf 10 Grad gezogen werden. Wir werden dann auch eine grüne Linie sehen, bevor wir jetzt dann quasi den Side-Stick ziehen. Diese Linie wird sich bei ca. 10 Grad befinden. Das ist unsere Tailstrike Protection. Ja, das heißt also, wir müssen definitiv unter dieser Linie bleiben beim Pitch. Sonst besteht die Gefahr, dass die Maschine mit dem Heck auf dem Boden aufschlägt oder über dem Boden schleift. Das ist also diese Tailstrike Protection, die da angezeigt wird. Das ist diese grüne Linie, die wir da gleich sehen werden, unterhalb von 10 Grad. Diese bitte nicht überschreiten, ja, beim Pitch. Das Ganze wird vom Pilot in Flight kontrolliert. Erstmal über die Außenansicht, dass wir mit der Maschine in einen Steigflug kommen. Also Nase geht hoch und visuell wird gesehen mit dem Auge, dass die Maschine steigt. Also positiv Rate. Danach wird das Ganze ebenfalls über das Primary Flight Display kontrolliert, dass wir hier die 10 Grad Grenze auf jeden Fall nicht überschreiten. Haben wir dann rotiert und die Maschine ist vom Boden abgehoben, ziehen wir weiter am Stick bis auf ca. 12,5 Grad. Danach folgen wir dann einfach dem Flight Director. Und damit ist der Startvorgang quasi dann auch abgeschlossen. Also was das Rotate angeht, ja, die Rotation Technik ist damit quasi abgeschlossen. Wir werden jetzt versuchen, das Ganze in die Praxis umzusetzen und werden jetzt hier mit der Maschine in Leipzig starten. Wie gesagt, ich versuche das während dem Start hier zu kommentieren. Ob das beides gleichzeitig funktioniert, weiß ich nicht. Wir werden es also gleich sehen. So, beide Engines kommen rauf. So, Power ist set. Das sieht alles gut aus, ne? Brakes off. So, Manflex 68 SRS Runway. So, jetzt geht hier der Side-Stick auf diese grüne Linie nach unten. Und wir bewegen uns in dieser grünen Linie schön. Achten hier weiterhin nach vorne auf den Runway.
100 Knots, der Sidestick geht in die neutrale Position, wir warten auf das Rotate, danach ziehen wir, jetzt sehen wir auch schon hier die Tilt-Shake-Linie, da nicht überschreiten, wir sind abgehoben, jetzt ziehen wir weiter hoch auf und folgen dann dem Flight-Direktor. Ja, Autopilot kann dann schon angehen und somit ist der Fall auch schon erledigt, ja. Das war schon alles, ja. Das sind also die Geschichten, wo wir hier beim Start darauf achten müssen. Ne? Zuerst halt diese Tilt-Strike Protection Linie nicht überschreiten. Bei 10 Grad finden wir die circa. Und wenn die Maschine dann abgehoben ist, ziehen wir weiter rauf auf circa 12,5 Grad. Danach folgen wir dem Flight Director und damit ist dann die Rotation-Technik quasi auch schon beendet, ja? Das ist dann schon alles. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was wieder dazugelernt heute und könnt das dann umsetzen. Ja, so viel dazu, euer Captain Rodolfo. Bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüss, Kind.